Hi, wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Essila. Ich bin Kian. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Es ist Freitag, hoch die Hände, Wochenende und ich freue mich. Also Serki war ja gestern nicht zu Hause. Dafür kommt er heute ein bisschen früher und wir können dann den Freitagnachmittag noch zusammen als Familie verbringen. Naja, wir gehen einkaufen und sowas, ne? All das, was man vom Wochenende halt machen muss. Ja, Lia hatte auch schon ein Vormittagsschläfchen. Milan kommt heute ein bisschen früher von der Schule und dann, ja, gucken wir mal, was uns jetzt am heutigen Freitag so erwartet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Vlog. Und ganz viele haben sich immer gewünscht, dass ich öfter mal zeige, was ich jetzt anziehe. Weil mittlerweile ziehe ich ja nicht nur immer ein schwarzes Top an, sondern auch mal andere Sachen. Und heute habe ich zum Beispiel so eine Art, naja, es ist keine Jogginghose, aber es ist halt so eine bequeme Hose, die ist ein bisschen höher geschnitten und so ein bisschen 7/8. Moment. Also das ist die Hose, die hat hier so einen Seitenstreifen und wie gesagt, ist so ein bisschen 7/8. Und ja, ich kann sie mir heute hier hochziehen. Ich habe einfach ein ganz schlichtes weißes Shirt von Mango kombiniert. Und ja, das ist dann quasi mein Outfit. Ich habe dann noch so Espadrilles oder wie die heißen von Zara. Die kann ich euch nachher nochmal zeigen. Die ziehe ich dann dazu an. Ja, meine Michael Kors Uhr, die hatte ich mal zum Hochzeitstag von Serki bekommen. Ein Daniel Wellington Armband und von meinem Punkt einen Ring. Ja, meine Haare habe ich wieder geglättet. Ja, ich bin auf den Geschmack gekommen und finde es einfach viel, viel schöner, wenn ich meine Haare auch mal anders style. Oder im Allgemeinen meinen Kleidungsstil anders style. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das, ob euch das gefällt. Und ich habe gestern auch wieder Sport gemacht. Ja, ich mache jetzt alle paar Tage Sport. Also ich versuche, wenn nicht täglich, alle zwei Tage Training zu machen. Ich möchte nicht weiter abnehmen, sondern möchte meinen Körper nur ein bisschen definieren und ein bisschen straffer werden. Das ist mir ganz wichtig, dass ich jetzt nicht sehr dünn werde. Und ja, ich mag es, wenn so ein bisschen Popo ist und so, ne? Und ein bisschen Hüften und so. Das kann nicht schaden. Ich mag das halt, ja, gerne so. Das ist natürlich Geschmackssache, ne? Ach ja, woher ist die Hose? Da muss ich nochmal hier hinten gucken. Die ist von Resurfed. Resurfed hat auch einen Online-Shop. Was ich jetzt aber mache, ist, ich muss eigentlich noch meinen Vlog bearbeiten. Ja genau, das mache ich mal eben. Und dann wollte ich so ein bisschen Haushaltskram machen. Aber das mache ich wahrscheinlich erst, wenn ich Milan abgeholt habe. Ich muss ja auch noch überlegen, was koche ich heute. Da wir ja noch nicht einkaufen waren, gucke ich einfach in den Kühlschrank und mache so eine Art Resteverwertung. Und dann hoffe ich, dass irgendwas Leckeres bei rauskommt. Vielleicht Gemüse und Reis. Ja, das wäre auch mal eine coole Kombi, Gemüse und Reis. Wir essen ja wirklich sehr, sehr wenig Fleisch nur noch. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Fleisch gekocht habe. Also mit Fleisch gekocht habe. Ich weiß es nicht. Sonst haben wir wirklich sehr oft Fleisch gegessen, aber das haben wir drastisch reduziert. Und ja, bin ich ganz, ganz stolz auf mich und auch auf Serki, weil er besteht da gar nicht drauf. Also für ihn ist das so, ja, Gemüse ist halt auch lecker und wenn nicht sogar viel leckerer und natürlich auch gesünder. Jetzt muss ich mir meine Daten auf dem PC machen und dafür muss ich hier die Karte rausnehmen. Ich habe Milan von der Schule abgeholt, der ist jetzt aber rausgegangen und die kleine Maus sitzt hier und ich werde jetzt ein bisschen aufräumen. Lying awake with the sob of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. I can't stand to feel this way. My body's creeping out your name. Didn't want to say goodbye to you, bye to you, but you're gone. Party! Party! Milan hat jetzt seinen Übernachtungsbesuch hier und die spielen gerade im Kinderzimmer hier dieses Pie-Face-Duell. Voll lustig. Die lachen sich so schlapp die ganze Zeit. Serki ist jetzt auch auf dem Weg nach Hause und ich möchte jetzt kochen. Heute gibt es Chili con Carne. Ich habe schon lange nichts mehr mit Fleisch gekocht und heute gibt es Chili con Carne. Und zwar mache ich das wieder mit meiner Krupps-Maschine. Ja, ich liebe diese Krupps-Maschine.
get awake with the sob of an emptiness you left behind. Trying to sleep, but the silence is haunting this room every night. Wir sind zurück vom Einkaufen. Wir haben so viel eingekauft. Oh, das kann man alles gar nicht zeigen, aber wir haben jetzt für eine Woche alles da, was wir brauchen. Ich hoffe, es passt jetzt auch alles in den Kühlschrank. Jetzt gibt es noch leckeren Salat. Ich schneide ihn diesmal ganz, ganz grob. Hatte ich richtig Lust drauf. So, jetzt kommen noch Tomaten dazu. Bleib mal kurz bei ihr, ich muss mal die Tomate waschen. Moin Leute, Serki unterstrich 82. Ich war in Dänemark, war richtig schön. Ich habe im LKW geschlafen. Ja, wie ist das denn im LKW zu schlafen, erzähl mal. Oh, richtig gut eigentlich, voll gemütlich. Ich finde das richtig, man darf nicht vergessen, ne? Du schläfst ja in einem richtigen Federkernbett, ne? Oder wie heißt das? Auf Federkernmatratze. Ne? Auf so einer richtigen Matratze drauf, ne? Mhm. Und du hast deine Heizung, die du regulieren kannst. Hey, was machst du da? Komm, wie siehst du das, Leute? Schmeckt es? Sie beißt richtig von der Paprika ab. Ja, und von der Gurke. Und von der Gurke. Mit das Papier dran. Milan freut sich so sehr auf seinen Übernachtungsbesuch heute. Er kann an gar nichts anderes mehr denken. Nö. Ne? Hast du bei Fabian die Klingel? Nee. Du kannst ja, Milan, den Tisch freimachen für den Tisch, damit wir den decken können. So, ja. Chili con carne. Und das Gerät ist richtig cool, weil das nämlich das ganze Essen jetzt warm gehalten hat. Und jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Fast 2 Stunden hat das Ding warm gehalten, ne? Ja, voll gut. Kannst du einstellen selber. So, Kinder, Playstation aus. Ich habe schon gesagt, dass die Zerki unterstützt wurde. So, nach dem Essen gibt es jetzt noch einen leckeren Mokka, türkischen Kaffee. Hat es dir geschmeckt, mein Schatz? Lecker, mein Schatz. Ja. Jeden Tag glücklicher. Leute! Voll laut, ja, die Kinder zocken hier. Bei Milan hat Dings, was hast du mich gefragt? Ob es geschmeckt hat? Ja. Okay. Alle Kinder sind jetzt im Bett. Die Jungs, die sind zwar im Bett, aber die schlafen noch nicht. Die unterhalten sich noch so ein bisschen. Kian, der schläft jetzt bei mir im Bett. Ja, weil Milans Kumpel nämlich bei Kian im Bett schläft. Und ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Hier die Küche und da hinten das Wohnzimmer und das Esszimmer. Und dann habe ich mein Amazon-Paket geöffnet. Ich habe mir nämlich eine rotierende Haarbürste gekauft, so eine Rundbürste. Meine Mutter benutzt die ja immer zum Föhnen und ich habe sowas noch nie benutzt und jetzt dachte ich mir, ja, jetzt wo ich meine Haare öfter auch mal glatt trage, könnte es ja vielleicht auch mal cool sein, wenn ich sie mit so einer Rundbürste föhne. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Werde ich vielleicht morgen direkt mal ausprobieren. Ja, ich schneide mir jetzt noch Wassermelone auf und dann hocke ich mich vor den Fernseher und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis bald.